Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen kleinen Veranstaltungshinweis, bei dem ich auch ein bisschen mit beteiligt bin, nämlich die Ovago Energiewerkstatt zum Redis Patch 2.0. Und dieses Video ist jetzt ausnahmsweise kein Teil unserer Content-Reihe zusammen mit der HSAG, sondern hier geht es jetzt mal um eine ganz andere auch Richtung, nämlich die elektrotechnische, die wirklich technische Seite des Redis Patches, das Monitoring und die Sensorik und die Aktorik im Verteilnetz vor Ort. Und dafür ist dann die Ovago einer der besten Partner, die machen genau das, die stellen schlussendlich Gerätschaften, Anlagen und so weiter her, um genau dieses Monitoring, Sensorik, Aktorik und so weiter, elektrotechnische Themen eben vor Ort im Netz umzusetzen. Und wir haben hier ein gemeinsames Veranstaltungsformat geschaffen, in welchem wir dann mit mehreren, meistens benachbarten Stadtwerken darüber sprechen, wie man vor Ort im Verteilnetz eben mit diesen neuen digitalisierten Technologien Vorteile für die eigene Netzsteuerung, für die Netzberechnung und so weiter zusammenbringen kann. Und wir sprechen auch ganz konkret natürlich über den Redis Patch 2.0 und was dieser nun ganz genau ab dem 1. Oktober, teilweise auch schon vorher und vor allem auch dann im laufenden Betrieb bedeutet und wie man dem dann auch begegnen kann. Und dementsprechend haben wir hier also auf der Seite der Ovago, die ich auch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken werde, ein paar grundlegende Informationen zu dieser Energiewerkstatt für Stadtwerke. Wir haben das jetzt schon gemacht und dabei kam es dann zum Beispiel zu konkreten fachlichen Fragen wie, naja, wir haben hier in unserem Netzgebiet eigentlich nur wärmegeführte BHKWs. Sind die denn dann überhaupt betroffen? Und wenn ja, kann man da was dagegen machen, dass die berücksichtigt werden müssten im Redis Patch 2.0? Und ja, tatsächlich konnte ich natürlich locker beantworten, denn es gibt ein Planungsdatum namens praktisch wärmegeführtes Redis Patch Vermögen, minus WRDV. So heißt dieses Planungsdatum. Und das kann man angeben im entsprechenden Modell und kann dann eben dem Netzbetreiber sagen, unsere Anlage als wärmegeführte BHKW-Anlage hat kein Redispatch-Vermögen. Und dann darf diese eben zum Beispiel nicht runtergefahren werden. Solche konkreten Fragen können wir also ausrecherchieren, wenn die vorher reingegeben werden oder dann auch live gestellt werden. Gar kein Problem. Und dann eben auch noch im Weiteren mit betreuen. Und wenn ihr also zum Beispiel als Stadtwerk irgendwo, vielleicht auch noch mit benachbarten, befreundeten Netzbetreibern, genau über sowas sprechen wollt und eben vielleicht auch ein Digitalisierungsprojekt mit der Ovago machen wollt, mit deren Elektrotechnik, eure eigene Sensorik, Aktorik und so weiter im Stromnetz angehen wollt, dann nehmt doch hier einfach mal den Kontakt auf. Ich werde, wie gesagt, diese Landingpage unten mal verlinken. Wir können dann also sowohl über diese Technik selbst sprechen, dafür gibt es dann die Elektrotechnik-Experten der Ovago und ihr könnt entsprechend eure Netzmeister, eure Elektrotechniker mit reingeben in dieses Meeting. Und ich selbst würde eben das große Ganze, die wirtschaftliche Seite, die Marktseite, die Regulatorik natürlich erklären und dann eben mit rübergeben, wie der Redis Patch an sich so funktioniert. Der Herr Schubert ist dann euer Ansprechpartner, auf den könnt ihr dann einfach hier zugehen, ist das Kontaktformular hier ganz unten bei der Ovago. Das heißt, wenn ihr also tatsächlich jetzt vor der Herausforderung steht, der Redis Patch kommt, aber wie gehen wir es denn an und wie digitalisieren wir unser Stromnetz vor Ort, dann könnte genau das die richtige Lösung für euch sein und dann wäre die Ovago Energiewerkstatt für euch womöglich auch genau das Richtige. Also, wenn ihr genau hier einen Punkt seht, bei dem ihr Unterstützung gerne haben möchtet oder einfach mal drüber sprechen wollt, was man vielleicht machen kann, geht mal auf die Seite, die ich unten in der Videobeschreibung verlinke und nehmt im Zweifel mal Kontakt auf. Wenn ihr ansonsten weitere Fragen oder Anmerkungen zu dem ganzen Themenkomplex habt, dann gerne unten in die Kommentare auch was schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.